Gut. Benedikt, 21 aus Münster. Vor einem Jahr hatte Benedikt sein Abitur bestanden, studierte jetzt in Osnabrück. Seine Fächer Spanisch und Wirtschaft. Es sind die Lebenden, die den Toten die Augen schließen. Es sind die Toten, die den Lebenden die Augen öffnen. Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig. Erzählt lieber von mir und traut euch ruhig zu lachen. Lasst mir einen Platz zwischen euch, so wie ich ihn im Leben hatte. Ruhe in Frieden. Wir werden euch nie vergessen. Jan Willem, du warst ein Freund und Kamerad für mich. Jan Willem, 22, ist um jetzt hochgehormt. Der Student hatte gerade seinen Abschluss in Wirtschaft gemacht. Sag einfach das, was du möchtest. Er war ein Kamerad, er war ein Freund. Er ist gerne zum Fußball gegangen. Ihm war Feiern und Fußball war alles wichtig. Seine Lehre war ihm wichtig, alles. Aber dass dieser Junge so früh sterben musste. Bei Nacht war ich einfach unter meinen Händen gestorben. Ich habe alles und mein Kollege haben alles versucht, ihn zu retten, aber es ging nicht. So ein junges Leben. Er hatte noch alles vor sich. Jan Willem, 22, aus Trolle, Holland. Der Student hatte gerade seinen Abschluss im Webdesign gemacht. Haus- und Technomusik waren seine Leidenschaft. Wo magst du jetzt wohl sein? Im Paradies? Im Himmel droben? Bist du gar dort, wo England sind? Nachts bei den Sternen oben? Kannst du mich sehen? Spürst du den Schmerz? Kannst du meine Not? Kannst meine Not du spüren, die ganz tief drinnen sitzt im Herz? Kann deine Seele mich berühren? Wo war dein Schutzengel? Wo war er nur in dieser Nacht? Ward er hinfort geweht vom Wind? Schlief er sogar? Hielt keine Wacht? Die Worte fehlen mir zu sagen, wie du mir fehlst, wie groß die Pein. So hoffe ich drauf, nach vielen Tagen werde ich für immer bei dir sein. Ruhe und Frieden, wir werden dich niemals vergessen. Dennis, 18, aus Bad Grünhausen, konnte nur zum Love Parade fahren, weil ein Freund ihm das Geld für das Ticket schenkte. Auf dem Love Parade fand er seinen Tod. Wenn ich nicht weinen will, darf ich nicht mehr an dich denken. Ich muss vergessen, was war, und mich nicht mehr fragen, was hätte sein können. Wenn ich nicht weinen will, muss ich die Trauer verdrängen. Versuchen zu leben und jeden Tag neu und schön zu gestalten. Wenn ich nicht weinen will, muss ich nach neuen Perspektiven suchen, die mich wieder fröhlich werden lassen. Doch ich weine um dich, und die Erinnerungen erschlagen mich mit Trauer und Sehnsucht nach dir. Wir vermissen dich. Ruhe in Frieden. Wir werden dich niemals vergessen. Christian M. aus Hamm war glücklich, dass er endlich eine Lehrstelle gefunden hat. Seele, wir lassen dich gehen. Denn wir wissen, wir werden uns wiedersehen. Dein Leben hier auf Erden war viel zu schnell vorbei. Wir liebten dich deshalb. Geben wir dich frei. Dein Leiden hat jetzt ein Ende. Wir übergeben dich in mächtige Hände. Auch wenn uns das Herz schmerzt so sehr, die Erinnerung an dich nimmt uns keiner mehr. Nun lassen wir dich gehen fort, über eine Brücke an einen besseren Ort. Seele, wir lassen dich gehen, denn wir wissen, wir werden uns wiedersehen. Ruhe in Frieden, wir werden dich niemals vergessen. Fabian,
Fabian gehörte der neuen Jahrgangsstufe 13 an, die im Sommer 2011 ihre Abiturzeugnisse erhalten wird. Schulleiter Dr. Tschitke informierte sogleich nach Erhalt der traurigen Nachricht das Kollegium per E-Mail. Zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer, die an ihrem Urlaubsort aus den Medien nur zum Teil von dem Duisburger Unglück erfahren hatten, antworteten dem Schulleiter voller Betroffenheit und ließen ihn wissen, dass sie in Gedanken bei den Angehörigen Fabians seien. Für dich. So viel wollte ich dir noch sagen. So viel ist noch unausgesprochen. Keiner weiß warum. Die Frage quält so sehr. Jetzt bist du weg. Einfach so. Keiner konnte dir dort helfen. Ich wünsche mir, dass es dir dort, wo du jetzt bist, gut geht. Ich wünsche mir, dass ich eines Tages ohne Schmerzen mit einem Lächeln im Gesicht an dich denken kann. Ich werde dich nie vergessen. Ruhe in Frieden. Wir werden dich niemals vergessen. Eike 21 wollte mit seinen Freunden feiern. Diese musste den Tod ihres Freundes hautnah miterleben. Nur ein kleiner Tod. Tag aus, Tag ein. Du lebst dein Leben. Es hat viel Schönes und auch Trauriges gegeben. Du blickst in die Zukunft des guter Dinge, auf das deinem Lieben möglich alles gelinge. Doch plötzlich unverhofft und tragisch schwer, dein liebster Mensch, er ist nicht mehr. Der Boden unter deinen Füßen wird ja grau, momentan alles verschwimmt. Woran du geglaubt, den seelischen Schmerz lernst du jetzt kennen. Tief in deiner Brust, als würdest du innerlich brennen. Dein Geist und deine Seele schreien und klagen. Mit einem Mal alles in dir nach dem Sinn des Lebens fragen. Du kämpfst, versuchst, der Trauer gewachsen zu sein. Ein ständiges Auf und Ab stellt sich gefühlsmäßig ein. Der verlorene Mensch hat ein Loch in deiner Seele gebrannt. Hast viel erlebt, doch diese Wehmut erstmals erkannt. Wo bin ich nun und wie geht es weiter? Kann ich jemals wieder glücklich sein und heiter? Und fragst du dich, wer schließt den Kreis, wer kann mich retten? Wenn wir doch vieles schon früher gesagt und getan hätten. Schlag ruhig um dich und schrei Schmerz in dich heraus. Am Boden liegend führt der Weg durch die Finsternis raus. Wirrnis und Chaos und oftmals Klagen in deinem Kopf. Lieber Gott, hilf mir. Drück für mich einen heilsamen Knopf. Die Zeit, ich kann es bestimmt dir sagen, wird auch dich wieder ins Licht des Lebens tragen. Wird auch die Wunden zu heilen, so heißt es, vermag die Zeit. Doch die Narbe bleibt immer wieder in dir schreit. Das Blut pulsiert in deinen Adern. Das Leben geht weiter. Du fristest dein Dasein doch nicht mehr so heiter. Pflichten kommen und stellen sich ein. Dein Atem wird ruhiger, auch Glücksmomente dürfen sein. Es geht wieder nach oben. Die Tiefen hast du erlebt. Du bist ein Kämpfer, der in Liebe und Güte vorwärts strebt. Liebe vermag Berge zu versetzen. Diese Worte, die stets sind Begleiter. Reich an Liebe, wie du bist, geht auch dein Leben rechtschaffend weiter. Du raffst dich auf, kein Mensch kann helfen. Du gibst dir selbst die Kraft in vielen Jahren. Du hast so unermesslich viel geschafft. Frühling und Wachstum kehrt wieder in deinem Leben ein. In deiner Seele darf auch wieder Sonnenschein sein. Doch bedenke, Verlust und Trauer, zwar so tragisch und schwer, ist dadurch gewachsen, hast an Erfahrung und wahrscheinlich mehr. Gruß und Abschied nehmen wir täglich ganz selbstverständlich wahr. Doch Geburt und Tod für uns stets etwas ganz anderes wahr. Leider oder Gott sei Dank beinhaltet das Leben viele Facetten, die wir oftmals gern oder besser gar nicht erlebt hätten. Doch wir können nicht aus, auch du musst dich den Vorgegebenen stellen. Denn mit jedem Tag des Loslassens werden sich auch deine Tage erhellen. Ruhe in Frieden, wir werden dich niemals vergessen. Das war nichts. Jetzt fängst kommt du. Die auch ein. Die bringt mich um. Der Willi hat meine Sünderkerzen. Ja, die hab ich. Willi, gehst du einmal bitte aus dem Weg? Aber immer. Thank you.
Lied ist gewidmet worden von einem Künstler. Thank you.
eine Schweigeminute mit euch. Und ich habe eine Tafel vorbereitet. Ich mache auch aus. Ja, da kann man sich ja selber drüber informieren, oder nicht? Ja, aber es kann ja nie so schwierig sein. Wir haben die einfach mal bei der Diskussion einfach mal die ganzen Namen noch mal vorgelesen, damit auch jedes Mal, ja, sage ich mal, aus diesem Abstrakten, aus dieser Katastrophe eine menschliche Tragödie wird. Das ist sehr wichtig. Insofern finde ich das sehr gut. Ich habe mir die Bilder rausgeholt aus dem Internet. Von wem? Zu dem Verhalten, das Gedenken dieser Lachberät sehr, sehr viel mehr beitragen können. Sehr, sehr viel mehr. Von Ihnen ist da genauso wenig gekommen wie von der anderen Seite. Nichts ist von Ihnen gekommen. Was Fakt ist, also es ist eine Gedenkstätte, keine Ausschreibung, kein Wettbewerb, keine Ausstellung, sondern einfach nur in Würde und Frieden. Macht es dahin, damit wir nicht, einen Platz haben. Da sollen nicht keine Künstler hier in der goldenen Nase oder sonst was. Nein, es geht hier einfach nur ums Geld. Wobei ich schon, also das Problem ist doch bei einem Schrecken von dieser Dimension. Fände ich schon gut, wenn wir einen Künstler finden würden, der dem auch Ausdruck verleiht. Also wo man, wenn man da steht, auch das Gefühl hat, hier wird das, was wir empfinden, auch ausgedrückt. Also bis jetzt die Künstler, die wir gesehen haben, à la Müllkubus, in Anführungsstriche, soll eine Künstlerin dran gewesen sein, oder das, was halt im Bericht auch im Fernsehen kam, dieser Künstler, der diese Stäbe da machen wollte. Also ich finde das nicht passend. Ich finde es nicht passend. Darüber kann man streiten. Ich enthalte mich in der Regel eigentlich der Frage, was gefällt mir persönlich, sondern ich will, dass es auf die Menschen einen Eindruck macht. Nicht bei so Stäben, die ineinander fallen, wo man gleich denkt, so ein Angehöriger gleich denkt, mein Gott, so waren die Menschen, einer stand, der andere lag, der andere war ineinander verkeilt, dann wird man doch daran erinnert, wie es schlimm war. Man braucht eine Stele, wo man hingeht in Ruhe und Frieden, ohne schlechten Gedanken. Also da möchte ich dich gerne mal eben korrigieren. Es soll eine Stele und eine Gedenkstätte geben. Die Stelen, von mir aus können die da keilen oder wie auch immer. Eine Gedenkstätte sollte doch schon ordnungsgemäß sein, also dass man Kerzenblumen niederlegen kann. Jetzt haben wir vor allen Dingen kurz vor Weihnachten und einfach nur einen Ort. Und wenn Sie schon mal unter dem Tunnel waren, da ist diese provisorische Gedenkstätte, die von uns gepflegt.